Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Montag. Die Woche beginnt, der 22. Januar 2024, und da draußen ist es grau, hier drinnen ist es sonnig. Der Andreas hat sowas von gute Laune. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Eva und liebe Zuhörer. Ja, wir haben ein gemischtes Wetter und ich habe gerade noch mal reingesehen. Minus 6 Grad haben wir zurzeit, eine leichte Schneedecke auf der Natur, was natürlich immer sehr beruhigend wirkt. Der See changiert in einem Silbergrau, nicht tiefblau, wie wir es die letzten Tage hatten, sondern silbergrau. Das liegt an der etwas bedeckten Himmelslage. Aber wir erwarten heute im Wechsel ein wenig Schnee und ein wenig Sonne. So einfach ist das Ganze. Genau, und schon können wir anfangen, denn es gibt natürlich wieder viel zu reden. Dieses Wochenende war bewegt. Ganz Deutschland schien von einer Welle von Demonstranten heimgesucht worden zu sein. Jedenfalls, wenn wir den Medienberichten Glauben schenken dürfen. Da wechselte das aber zwischendurch. Da hieß es plötzlich, das musste abgebrochen werden, weil zu viele da waren. Dazu gab es aber merkwürdige Fotos von großen Lücken, wo von vornherein niemand da gewesen sein soll. Offizielle Zahlen: 1,4 Millionen Menschen hätten deutschlandweit demonstriert. Ja, es waren aber nicht die Bauern, sondern es waren Menschen, die gegen rechts auf die Straße gegangen sind, gegen rechts. Sowas von rechts. Und spannenderweise, diese Beiträge finden wir in jedem Käseblatt bis ganz hoch hinauf zu denen, die noch einen bekannten Namen haben und zu den Mainstream-Medien gehören. Und während ja die Proteste der Landwirte und Bauern, die durchaus, bitte sehr, noch andauern oder wieder verstärkt werden sollen, praktisch gar keine Abbildung finden. Andreas, wie lässt sich das denn alles erklären? Ja, also es sind wirklich historische Zeiten. Wenn es nicht so ernst wäre, dann könnte man ganz beruhigt sich das ansehen und sagen, wow, was dürfen wir hier gerade eigentlich erleben? Eine solche dramatische, totalitäre Manipulation durch Propaganda ist schon einige Jahrzehnte her, dass wir das auch schon mal hatten. Und ausgerechnet diejenigen, die diese Methoden anwenden, warnen vor diesen Zeiten, die sich gerade durch sie selbst ankündigen. Das ist das Interessante. Wir sind von einer Paradoxie in die andere. Eine blökende Masse läuft hinterher, denkt offenbar kein bisschen mehr mit. Es gibt dafür natürlich Erklärungen auf verschiedenen Ebenen. Die Manipulation der Massen beispielsweise, Gustave Le Bon hat das sehr stark beschrieben, aber eben halt auch auf anderen Ebenen. Wir sehen ja, was gerade läuft. Insgesamt erschreckende Entwicklungen, aber wir können jetzt nur darauf bauen, dass die wirklichen Denker, Freidenker, das ist der Unterschied zu den Mitläufern, die Leute, die dort beispielsweise auf die Straße gegangen sind, Bauern, Speditionsunternehmer und so weiter, die aus Eigeninitiative herausgegangen sind, unterscheiden sich sehr stark von den Mitläufern, die man mit sehr viel Geld, mit Konzerten und so weiter und mit der politischen Propaganda der Regierenden, die ja letztlich gegen sich selbst jetzt demonstrieren, denn sie sind ja verantwortlich für die Lage. Also das sind eben halt die momentanen Dinge, Mitläufer gegen selbst. Ja, lass uns mal gleich, ich werde diese Meldung hier gleich noch ein bisschen weiter vertiefen, aber ich möchte mal vorher zu einem Gast kommen bei uns im Kongress, auf den du dich gerade vorbereitest, Andreas, auch Vorgespräche führst, aber eben auch dir seine Arbeiten etwas näher ansiehst. Das ist Dr. Michael Nehls, der auf ganz verschiedenen Ebenen als Neurologe forscht. Eben auch, welchen Einfluss zum Beispiel hat die Spritze auf unser Gehirn? Und er hat ein bemerkenswertes Buch herausgebracht. Wir stellen das ja auch immer wieder mal ein. Du liest das gerade. Das Buch heißt Das indoktrinierte Gehirn. Und mich würde mal interessieren, was deine bisherigen Erkenntnisse dazu sind. Denn das, was ich gerade hier vorgelesen habe, eben 1,4 Millionen Menschen, alle haben Angst vor rechts, dass eben
das Land zerlegt wird, jedenfalls wenn es nach den Medien und den Politikern geht. Was hat das Ganze mit deinem derzeitigen Forschungsprojekt NEELS zu tun? Also dieses Forschungsprojekt NEELS ist einer meiner schwersten, die ich bisher so je kennengelernt habe, weil wir uns hier mit einer Thematik auseinandersetzen, die eigentlich alle Vorstellungskräfte von mir wirklich gesprengt hat. Und ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch mit Dr. Michael NEELS, der mit verschiedenen Nobelpreisträgern Daten rausgegeben hat, der in der Alzheimer-Forschung und Depressionsforschung einer der ganz Großen ist. Und der beschäftigt sich mit dem Organ des Gehirns. Man denkt ja bei dem indoktrinierten Gehirn vielleicht, dass es um die reine mediale Massenmanipulation geht. Aber das ist nur ein Teil der hybriden Kriegsforschung, der Kriegsführung gegen die Menschen. Ein zweiter Teil ist die medizinische Situation. Also man muss wissen, und das passt übrigens sehr gut auch zu den grünen Büchern, dadurch kann man das wesentlich besser jetzt verstehen, was er nämlich eigentlich macht. Er spricht nämlich vom Hippocampus. Der Hippocampus ist das Zentralgehirn in uns. In den grünen Büchern kann man das den geistigen Teil nennen. Und dieser Hippocampus hat bestimmte Aufgaben, nämlich Erinnerungen, die man täglich so hat in seinem Leben zu speichern. Wenn ich beispielsweise irgendwo draußen herumlaufe und ein gefährliches Tier ist dort gewesen, damals im Neandertal beispielsweise, dann hat das Ängste verursacht, diese Stelle, wo ich wusste, dieses Tier lebt dort. Und dann habe ich mir das natürlich ganz genau gespeichert in meinem Gehirn, dass wenn ich irgendwann wieder in diese Gegend komme, diesen Bereich meide und habe es nicht sofort wieder vergessen. Dafür gibt es diesen Hippocampus und der legt dann Indexneuronen an. Das ist also quasi eine Art Register über alle relevanten Daten, die einen beeinträchtigt haben. Und vor allem welche, die mit Emotionen zusammenhängen. Angst oder große Freude. Und dieser Hippocampus braucht ständig neue Neuronen, also neue Gehirnzellen, damit er diese Informationen auch wirklich einspeichern kann. Das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt der Punkt. Durch die Impfung, durch die Spike-Proteine werden diese indexneuronalen Entwicklungen gebremst. Das heißt, wenn neue Erinnerungen kommen, dann bedeutet das, dass alte Erinnerungen dafür überschrieben werden müssen. Das heißt mit anderen Worten, da gibt es nicht mehr genügend Kapazitäten oder wie soll man das verstehen? Richtig, es ist wie ein Büro, in dem man jetzt sagt, wir haben keine Akten mehr, du musst jetzt die alten Akten immer wieder nehmen. Und genauso ist unser Gehirn angelegt. Man muss wissen, diese Neuronen sind nicht altersabhängig bei einem gesunden Menschen und entwickeln sich bei einem 14-Jährigen genauso schnell und aktiv wie bei einem 90-Jährigen. Das ist also kein Alterungsprozess. Wir merken, wir haben es hier auch mit der geistigen Komponente des Menschen zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber wenn man den gezielt angreift und sorgt dafür, dass jetzt bei neuen Informationen, die reinkommen, die wichtig oder unwichtig, also die wichtig sind im Sinne von Angst oder wichtig sind im Sinne von größter Freude, beides will man sich merken, weil es Emotionen auslöst. Und jetzt kann ich es nicht mehr ablegen, weil ich habe keine Akten mehr zur Verfügung. Dann muss ich alte Akten, in diesem Fall Erinnerungen, überschreiben. Um das mal kurz zu fassen, geht es um Folgendes. Der Great Reset ist aus meiner Sicht gar kein systemischer Reset im Sinne einer neuen Wirtschaft oder einer neuen Politik oder einer Weltregierung, sondern vor allem ein Reset des Gehirns der gesamten Menschheit. Fast der gesamten Menschheit, also die man zumindest angreift damit. Gut, zwei Drittel, ja, aber es gibt ja doch einen großen Teil, auch wenn er nicht der größte ist, der sich diese Spritze nicht hat verabreichen lassen. Genau, und die Menschen, die sich auch dagegen wehren, auch wenn man die Spritze bekommen hat, gibt es Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Das ist der zweite Punkt. Nicht, dass das so ein Armageddon jetzt ist, was ich beschreibe, sondern es geht natürlich um die Lösung. Das wird der Hauptpart sein natürlich. Aber wir müssen einfach wissen, was jetzt passiert. Wir werden jetzt in eine Zeit reingebracht, gehen wir in das Jahr 2019 zurück. Das war das depressionsstärkste Jahr seit Menschengedenken, seit Aufzeichnungen. 2019. Und 2020, als dann Corona kam, hat sich dieser Wert noch vervielfacht. Das heißt, wir sind in eine dramatische Situation der Depression gekommen. Die Alzheimer-Erkrankungen, die treffen mittlerweile ganz junge Menschen. Früher in den 60er Jahren meinte man, Alzheimer ist etwas für 60
60-Jährige und älter. Heute sind es junge Menschen, die das bekommen. Wir wissen, dass das Gehirn der Menschen in den letzten Jahren alleine um 11% geschrumpft ist, physisch geschrumpft ist. Das sind alles Faktoren, die dafür sprechen, für das, was hier gerade abläuft. Also das heißt, du ordnest den Great Reset eigentlich gar nicht hier rein materiell irdisch ein, sondern als einen Angriff auf das menschliche Gehirn. Du musst erst einmal versuchen, die Menschen zu einer Masse runter zu formieren, die so wenig nur noch geistige Kapazitäten zur Verfügung hat, durch diese Blockung der indexneuronalen Strukturen, also dieser neuen Indizes, die angelegt werden, der neuen Akten, die angelegt werden, dass zum Beispiel der Körper in einem Schonmodus übergeht und auch kein Interesse mehr hat, keine Neugier mehr hat. Das heißt, die Neugier, das Interesse, das nimmt ab. Und viele Menschen berichten mir von ihrem Umfeld, dass viele Menschen in ihrem Umfeld, und die meisten sind ja auch übrigens geimpft, dass die kein Interesse mehr haben und sind in einer Lethargie in irgendeiner Form verfallen. Und das könnte und wird nach Aussagen von Herrn Michael Nehls, Dr. Michael Nehls, ein Molekularbiologe, durch diese mRNA ausgelöst. Die mRNA ist ein Patent von Moderna und die arbeiten halt damit. Und wenn dann Schäden dadurch entstehen, werden natürlich schon wieder neue mRNA-Impfungen produziert, die dann diese Schäden dann wieder angeblich aufheben sollen. Wir sehen hier einen kolossalen Vorgang, den die Welt noch nie gesehen hat. Und ich bin dramatisch gespannt auf dieses Gespräch mit ihm. Und das wird natürlich für mich einer der ganz großen Höhepunkte unseres Kongresses sein. Ja, es wird ja auch bei dir, es ist ja typisch für dich, dass du immer noch mal ganz anders an die Themen herangehst, als andere das vielleicht schon getan haben, die auch mit Nehls gesprochen haben. Ich sehe ja, wie du hier seit Tagen in dieser Vorrecherche steckst und wirklich auch angesichts dessen, was er da ermittelt hat, zum Teil richtig schockiert bist. Ja, das bin ich tatsächlich. Und die Spike-Proteine, das ist eben halt wichtig, beeinflussen die Funktionalität des Gehirns. Und jetzt geht es natürlich auch vor allem darum, dass man diese Neuroentzündung, wie es Nehls beschreibt, dringend bekämpfen muss. Und dann geht es genau darum, wie macht man das? Und jeder hat die Möglichkeiten, durch eine spezielle Lebensweise, was die Ernährung anbelangt, aber auch bestimmter Vitaminzufuhren. Und wenn man diese Zusammenhänge mal erkennt, zu welchen Zeiten bestimmte Informationen von der Mainstream-Wissenschaft bekannt gegeben wurden, da tun sich wirklich Abgründe auf und man erkennt eben halt, was hier gerade läuft. Ja, ihr könnt euch auch das Buch bestellen, Das indoktrinierte Gehirn. Das sind wirklich hochinteressante Fakten, die Andreas hier gerade durcharbeitet. Und ich denke, also er hat ja auch Ansätze, nicht nur was die Ernährung angeht und Vitaminzufuhr, sondern er hat da tatsächlich auch noch ganz andere Lösungsvorschläge und das wird einfach hochspannend werden. Ich möchte noch eines ganz kurz sagen, dass wir darauf hinweisen, am 31.01. läuft der Frühbucherrabatt aus. Das ist wirklich ganz wichtig für diejenigen, die sich anmelden wollen, dass dann nicht die Frage kommt, warum habt ihr das nicht angekündigt vorher? Jetzt ist der Regulärpreis da und ich hätte es vor wenigen Wochen noch für weniger Geld bekommen können. Ja, genau. Also das, Andreas, bezieht sich ja auf unseren Kongress. Der findet ja am 15. bis 17. März statt. Im Moment gibt es einen Frühbucherrabatt von 96 Euro. Erhöht sich dann ab, also für den Normalbucher, ab dem 1. Februar auf 126 Euro. Und wenn manche sagen, oh, das ist aber viel. Ihr Lieben, wir haben über 20 Referenten dabei. Ganz großartige Namen, wie ihr das auch immer in den Videos sehen könnt. Und dieser Kongress, wirklich, den macht man nicht auf der linken Pobacke, sondern das ist richtig viel Arbeit. Wir sind mit einem Riesenteam dran und arbeiten. Und es tut mir leid, also wir sind auch kein Wohltätigkeitsverein. Wir müssen zumindest zusehen, dass die Kosten auch wieder reinkommen. Und ja, deswegen wollen wir aber trotzdem diese Chance auf diesen Frühbucherrabatt unbedingt immer einräumen. Das machen wir auch. Und wir freuen uns auf alle, die dabei sind. Vor allem, weil es so spannende Namen gibt.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich habe finanziell vielleicht so ein bisschen Probleme. Viele gibt es zum Beispiel, die machen da so ein Event von. Das heißt, die treffen sich mit mehreren, einer bucht dann so eine solche Geschichte und dann trifft man sich, dann kann man sich die Kosten teilen und dann kann man da beispielsweise diese 3 Tage gemeinsam verbringen und diesen ganzen Kongress dann hintereinander genießen. Ja, genau. Das wissen wir aus den letzten Jahren, dass das einige von euch gemacht haben und ich glaube, das ist auch eine wunderbare Idee für die Gemeinschaft, denn wenn man so ein Wochenende durchgeguckt hat, ist man zwar ziemlich erschöpft, weil es sehr viele Themen sind, aber wenn man lecker essen, sich zurechtstellt und was Feines trinkt und so weiter, ich denke mal, das ist eine sehr gute Gelegenheit auch für unsere menschlichen Beziehungen. Jetzt wollen wir aber hier weitermachen, denn wir haben noch eine ganze Menge Themen auf der Liste. Also wie gesagt, offiziell spricht man in den Mainstream-Medien von 1,4 Millionen Menschen. Alle gegen rechts, 40 Demonstrationen. Allein in Berlin sollen gestern am Sonntag 350.000 Menschen zusammengekommen sein. Das sind Zahlen, die Fridays for Future veröffentlicht und Kampakt. Das ist natürlich das linke Spektrum, was sich hier dann auch berufen fühlt, darüber zu berichten. Das Bündnis Zusammen gegen Rechts hatte aufgerufen, wörtlich ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus, für den Schutz unserer Demokratie und gegen die menschenverachtenden Deportationspläne der AfD zu setzen. Andreas, und da muss ich dich jetzt mal fragen, was um alles in der Welt ist denn in diesem Land los? Sind die denn alle verrückt geworden? Die sind verrückt geworden. Also gerade die Deportation ist ja ein Begriff, der ja vor kurzem durch Olaf Scholz ganz groß auf der Titelseite in amerikanisch oder in Englisch in Dokumenten und auch in Illustrierten dann zu sehen war, da sprach er von Deportationen. Aber dieser Begriff Deportationen, der ist ja letztendlich medial entwickelt worden. Wir sehen eine aus dem Ruder gelaufene, in Panik sich befindliche Regierung. Das ist aus meiner Sicht ein Paniksyndrom. Nicht nur ein Symptom, sondern ein Syndrom. Man hat eine gnadenlose Angst vor der Demokratie. Und dann versucht man mit dieser ganzen stumpfen Rechtseierei die Menschen hinter sich zu bringen. Man muss aber wissen, dass die Menschen, die sich jetzt auf diesen Demonstrationen befinden, nicht aus Überzeugung und aus eigenen Gedanken dahin bewegt haben, so wie es die Bauern gemacht haben, die sich überlegen, ob sie sich gegen den Mainstream stellen, ob sie angepöbelt werden wollen, auch in das Risiko laufen, als rechts bezeichnet zu werden, oder ob ich dann vermeintlich eben halt mit einer stumpfen Masse, wo die Manipulation vielleicht auch der Spike-Proteine schon wirkt, die dann eben halt hinterherlaufen. Das ist das Interessante daran und das wird jetzt ein Kampf, aber das Pulver ist jetzt hier wirklich am Limit aus meiner Sicht. Das nächste wäre dann nur noch der Krieg, mit dem man ja auch in Panik verfällt. Irgendwann erinnert sich, und das ist das Ziel, keiner mehr an die Zeit vor 2019, weil dann eben halt die Informationen im Hippocampus überschrieben wurden. Das ist genau das, was ich damit meine. Und dann eine neue Welt gemacht werden soll. Das soll der Great Reset sein. Aber die Leute, die uns hören, die viele andere alternative Medien hören, sind interessiert, sind neugierig, sind aktiv, sind Freidenker und die wehren sich. Und bitte vergesst eine Sache nicht, wir sprechen so oft darüber, bleibt im lebendigen Geschehen, bleibt im Leben drin. Das heißt, geht viel raus, geht in die Natur. Es ist offenbar jetzt tatsächlich auch eine Art Energie, was du hier beschreibst, Andreas, das können ja viele spüren. Die sehen es in ihrem Umfeld, dass da manche Menschen wirklich die Gefühle, die Emotionen, die Empfindungen sowieso verloren haben oder ein Stück davon verloren haben. Und dass manche sprechen von einer Art Zombifizierung. Nun wollen wir das nicht zu hoch hängen, denn die, die hier zuhören, die sind im Leben drin und die werden auch alles dafür tun, dass es so bleibt. Und dazu gehört eben auch
wachsam zu sein, achtsam zu sein. Also was die Ernährung angeht, was unseren Lebenswandel angeht, aber auch was die Nachrichtenlage und den Konsum angeht. Ruhig auch mal zwischendurch abschalten, sich mal ein bisschen rausnehmen, auf der anderen Seite den Überblick aber nicht verlieren, damit man das Geschehen versteht und weiß, an welcher Entwicklungsstufe wir denn dann auch ungefähr angekommen sind. Ja, und wenn wir uns das anschauen, also diese Demo-Chöre, die hatten ja dann Motto wie Vielfalt statt Hetze oder in mehreren Städten hat man gehört Aufrufe wie zum Beispiel in Berlin, ganz Berlin hasst die AfD und in anderen Städten, ganz München hasst die ARD. ARD sage ich schon, meine Güte. Ja, das wären zwar die Wahrheit. Aber das könnte vielleicht auch noch sein, aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern die AfD. Sag mal ganz ehrlich, ist das nicht der Aufruf zu Hass und Hetze? Das ist der Aufruf zu Hass und Hetze. Es gab sogar Aufrufe mit Plakaten, wo man sagt, man soll AfDler töten. Also man muss sich das mal vorstellen, was da für Begrifflichkeiten genutzt werden. Man stelle sich vor, in einer Demonstration der Bauern oder beispielsweise in einer Demonstration von Spediteuren würde irgendeiner mit einem Plakat herumlaufen, tötet beispielsweise die Regierungsmitglieder in Berlin. Das gibt Sondersendung bis zum Umfallen. Aber wenn da solche Plakate drinstehen zwischen den Leuten, die dann gegen rechts demonstrieren, gegen Vielfalt, also für die Vielfalt sich einsetzen, aber gleichzeitig in einer einfältigen Demonstration dabei sind. Denn die Bauern zum Beispiel, die wollen keine beispielsweise Einfalt, die wollen Vielfalt, die wollen in Ruhe gelassen werden und wollen ihr Ding machen, ganz allein. Die Spediteure wollen ihr Ding machen, ganz allein. Und so will jeder nämlich im Rahmen der Vielfalt sein Leben und seine Mentalität ausleben. Während die anderen, die gegen rechts sind, die wollen ja eigentlich die Einfalt. Wir leben also wirklich in einer Zeit, wie es George Orwell für 1984 gesagt hat, wir können mittlerweile alles ins Gegenteil verkehren, dann liegen wir richtig. Fast alles, um sicher zu sein. Andreas, wir haben zum Beispiel, wenn man sich die Nachrichtenlage über diese Demonstrationen am Wochenende anschaut, da gibt es zum Beispiel, das hat Reitschuster gepostet, die gebührenfinanzierte Hessenschau, also vom HR, vom Hessischen Rundfunk, die hat gesprochen von Rechtsextremen bei AfD und CDU, die Nazis wieder salonfähig machen. Oder auch die von der Hessenschau bei der Demo gegen rechts in Frankfurt interviewte Demonstrantin, die auch sich gegen rechts und so weiter geäußert hat, die arbeitet beim Hessischen Rundfunk. Das hat der ÖRR-Blog rausgefunden bei Twitter, also jetzt X. Und die nennen sich kritische Beobachter des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks und setzen sich ein eben für weniger Macht der Öffentlich-Rechtlichen. Also lohnt sich, wer von euch bei Twitter ist oder bei X, ÖRR-Blog sich mal anzuschauen, denn das sind sehr spannende Nachrichten. Das heißt, Andreas, offenbar haben die auch nicht mehr genügend Leute, die wirklich dagegen sind und müssen immer wieder ihre eigenen Leute nehmen. Wir haben davon einige Beispiele heute eingestellt. Es ist alles so offensichtlich geworden, dass ich mich tatsächlich nur noch an den Kopf fasse, wundere und mich frage, wann dieser Ballon platzt. Naja, man will es offenbar in die Richtung bringen, auch zur Eskalation. Und wir sehen, dass die öffentlich-rechtlichen zwangsfinanzierten Medien im linksradikalen Milieu sich komplett etabliert haben und geben durch das große Kapital die Themen vor. Das Interessante ist, dass das Thema gegen rechts von allen aufgenommen wird. Und die beispielsweise Bauern, die sich für eine freie Bewirtschaftung ihrer Felder einsetzen wollen, die dafür sorgen wollen, dass in ihrer Region etwas zu essen da ist, also hoch ehrenwerte Ziele, die müssen
sich von ihren Zielen ablenken lassen und sich in erster Linie erst einmal gegen rechts abgrenzen. Das zeigt die Macht dieser Manipulationsstrukturen, die da eigentlich hinterstehen. Und man kann es eigentlich nur noch fassungslos sehen. Und wenn dann beispielsweise es heißt, ja, da stimmt ja irgendwas nicht, dann gibt es solche linksradikalen Organisationen wie zum Beispiel Korrektiv. Das ist ja eine linksradikale Aktivistengruppe. Die nennt sich dann auch noch Faktenchecker, was natürlich absolut absurd ist, die das Ganze dann noch mal bestätigt, angeblich aus berufenem Munde, und das kommt immer aus demselben Zirkel heraus. Wir haben letzte Woche darüber berichtet, was Korrektiv berichtet hat, beziehungsweise vorgegeben hat, enttarnt, enthüllt zu haben bei einem angeblichen Geheimtreffen in Potsdam, wo sozusagen Pläne geschmiedet wurden, so hieß es dann sinngemäß, Pläne geschmiedet wurden, um Millionen Menschen aus Deutschland zu deportieren. Das Ganze hat sich wirklich als Hawks rausgestellt, aber es wird in den Mainstream-Medien nicht berichtet. Im Gegenteil, man spinnt diese Geschichte weiter nach echter Relotius-Art, um eine solche Empörung im Volk herzustellen. Und das scheint ja gelungen zu sein, beziehungsweise man fragt sich, Andreas, wie haben die denn auf einmal angeblich über 1 Million Leute da aufgestellt in ganz Deutschland? Naja, erstmal werden das keine Millionen sein, denn wir wissen, dass das System diese Zahlen um ein Mehrfaches meistens aufwertet, während zum Beispiel Demonstrationen gegen die Struktur grundsätzlich immer runtergerechnet werden. Also ob das denn so ist, das weiß ich natürlich nicht. Wir haben tatsächlich eine fatale Situation im Augenblick, dass wir vielleicht 20-25% Menschen haben in Deutschland, die ganz eindeutig merken, nicht nur, dass es schief läuft, sondern auch, wie das in etwa funktioniert. Die haben vielleicht die Details nicht drauf, aber die haben in etwa drauf, wie das funktioniert. Die Masse, die anderen 75, das sind Tiefschläfer. Wenn ich sehe, wenn diese Leute dort interviewt werden, was die da von sich geben, dann kann man nur noch erschüttert sein und sagen, sag mal, warum liest du nicht einfach nur die Überschriften aus der Tagesschau-Online-Seite ab? Und dann meinst du, du bist mit allem informiert. Genau das wird jetzt ganz deutlich. Aber die Wachen haben die Aufgabe, die Schlafenden zu wecken. Und der Zug ist noch lange nicht abgefahren, dass das Spiel gewonnen ist von Seiten der, jenigen, die jetzt die Erde gewissermaßen als Beute machen. Das, was dahinter steht, sind ja Beutemacher. Das ist ja eine Piraterie, die die gesamte Erde zur Beute machen will, die dahinter steht und Leute hinter sich bringt. Sie meinen auch, die Herren der Welt zu sein. Und da kann ich ja nur nicht nur müde lächeln, sondern eigentlich könnte ich mir auf die Schenkel klopfen über so viel Dummheit auf einem Fleck. Denn natürlich, wer sich mit den Schöpfungsgesetzen auskennt, wer sich darum mal ein bisschen bemüht hat, die zu verstehen, der weiß, dass der Schöpfer lässt sich weder spotten, noch lässt er sich hintergehen. Und jeder steht natürlich irgendwann für das, was er hier angerichtet hat auf diesem wunderschönen Planeten, gerade dafür. Er steht in der vollen Verantwortung. Und es ist keine Schadenfreude, sondern es ist wirklich der tiefe Wunsch nach Gerechtigkeit, der mich da so manche Bilder hin und wieder erblicken lässt. Ja, dieser Begriff von den Herren, die die Strukturen gerade führen, man trifft sich in Davos, man darf heute den Begriff Herren nicht mehr mit Rasse in Verbindung bringen, aber irgendwie kommen bei mir irgendwelche Bilder ständig hoch, die historisch für mich so entsetzlich und erschreckend sind, dass ich mir immer wieder sage, das darf sich nicht wiederholen. Und ich sehe hier ganz deutliche Gefahren, dass man sich genau dort trifft, wo nämlich die Begriffe wie Rasse und Herren wieder zusammen kombiniert werden. Und das ist so wesentlich, dass möglichst viele wach werden müssen. So, und ich möchte euch noch einen Kommentar von Ex, ehemals Twitter, vorlesen, von einem El Haginho. Und der hat eigentlich ganz kluge Gedanken hier zusammengefasst. Ich möchte da mal kurz reingehen mit euch. Also, der sagt, die Proteste waren wohl geplant und organisiert und das alles eine perfekte Kampagne. Hier meine Meinung, warum und wie das Ganze funktioniert. Auslöser ist natürlich die immer größere Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Ampel, welche die Umfragewerte der AfD stetig steigen lässt
und der Mangel an eigenen Antworten, da man an der Meta-Agenda Ökotransformation auf Teufel komm raus festhalten muss. Ein Umdenken der Ampelpolitik ist also niemals eine Option, um die AfD klein zu halten. Aber um die Bevölkerung hinter sich zu bringen, brauchte man einen Auslöser. Das berühmte Streichholz, das die Brandmauer nicht nur aufbaut, sondern lichterloh brennen lässt. Und dieser Funke wurde durch Korrektiv perfekt geliefert. Es folgte ein medialer Overload. Aus Remigration wurde nicht nur das Unwort des Jahres, sondern noch schneller das Wort Deportation, welches die Verknüpfung zur Nazizeit und zum Holocaust herstellt und damit jeden Bürger tief ins Mark trifft. Lauterbach und Co. kommen folgerichtig der Kampagne entsprechend mit Wannsee-Konferenz vergleichen und damit ist das Schauspiel perfekt. Und die Menschen gehen auf die Straßen. Richtig. Und das ist Antisemitismus in Reinkultur, was die Regierung gerade abliefert. Diese dramatischen Zeiten, die wir hatten in der deutschen Geschichte, die als die dunkelsten Kapitel in die Geschichte Deutschlands eingegangen sind, die zu vergleichen mit ein paar Menschen, die sich irgendwo getroffen haben und darüber diskutieren, selbst wenn es radikale Dinge gewesen sind oder nicht sind, das will ich überhaupt nicht diskutieren. Alleine die Tatsache, da sitzen welche, trinken zusammen irgendwo ein Bier und erzählen da ein paar Dinge, und die vielleicht dem System nicht passen. Und das gleichzusetzen mit einer solchen Katastrophe, wie wir sie erlebt hatten, mit einem solchen Unrecht, mit dem man uns auch zu Recht in Verbindung gebracht hat, das ist nun mal die Geschichte Deutschlands, das gehört mit dazu, das damit zu vergleichen, das ist ein klarer für mich Antisemitismus, das ist eine Holocaust-Verharmlosung in der allerschlimmsten Form. Und hier sehen wir wieder, wie gut und schlecht oder eben halt schwarz und weiß ins Gegenteil verkehrt werden. Ja, und immer wieder mit zweierlei Maß gemessen wird, je nachdem, wie es den noch amtierenden Herrschaften gerade gefällt. Ja, was schreibt dieser Kommentator hier noch? Er sagt, die Menschen werden bei all dem wieder mal gespielt, benutzt, manipuliert. Und sie merken es nicht, denn wiederum greift man in den Instrumentenkoffer und holt das schärfste Messer heraus. Angst. Angst vor der Zukunft. Angst vor einem totalitären Nationalstaat. Und es redet, und das ist der passende Nebeneffekt, es redet jetzt gerade keiner mehr über die Inkompetenz der Ampel. Ja. Über Herrn Habeck, über Frau Baerbock, von der habe ich schon lange nichts mehr gehört. Mhm. Auch Scholz ist, wenn, dann kommt er mal auf den Spiegeltitel oder so, in ehrerbietiger Form eher. Aber Kritik oder Herr Lindner als Finanzminister mit all dem Versagen, was jetzt gerade offengelegt wurde, keiner redet mehr davon. Es redet auch keiner, das sagt der Kommentator hier auch, über all die Sorgen der Menschen. Von gestiegenen Lebenshaltungskosten, Abwanderung der Wirtschaft, fehlenden 900.000 Wohnungen oder dass wir die illegale Massenmigration anders als andere europäische Länder nicht in den Griff bekommen. Aber so sollte es sein und der Plan geht anscheinend wirklich perfekt auf. Chapeau den Thinktanks hinter der Regierungsbank mit ihrem massenpsychologischen Know-how. Ja, und hier sehen wir, wie dieser Angriff auf das indoktrinierte Langzeitgedächtnis hier läuft. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz zurückkommen. Wenn wir merken, dass wir auf der einen Seite eine Reduktion unserer Gehirnfähigkeiten haben, neue Daten abzuspeichern, weil einfach nicht neues Material zur Verfügung steht, nämlich diese Indexneuronen, und dann passiert Folgendes. Diese Angst, die ja eine starke Emotion ausübt, diese Angst wird jetzt im Gehirn verankert und muss alte Erinnerungen überschreiben. Und diese alten Erinnerungen könnten zum Beispiel sein, das Wissen über das Versagen der Ampel. Das Wissen über die Zeiten, als es beispielsweise noch besser war, oder die Vergangenheit, als man noch von seinem Geld arbeiten konnte und seinen Lohn als Arbeitsentgelt sah und heute die Regierung uns ja indoktriniert haben, dass das Geld, was wir von unserer Arbeitsleistung
übrig behalten, ist ja schon fast als Subvention des Staates deklariert. Also wenn ich 5.000 Euro im Monat verdiene und 2.500 Euro übrig behalte, dann sind das nicht 2.500 Kosten, sondern ich habe 2.500 Euro Subvention, die Sie mir nicht wegnehmen. Und genau diese neuen Dinge werden dann überschrieben mit dem Faktor Angst, sodass wir uns an die alten Strukturen nicht mehr erinnern sollen. Das ist genau die Methode, mit der Nils sich beschäftigt, und es ist so wesentlich, dass das endlich nach draußen kommt. Ja, sehr interessante Zusammenhänge, die das Große und Ganze besser beleuchten. Und ich möchte noch mal auf diese Worte von diesem Twitter- bzw. Ex-Poster kommen, der eben sagt, Chapeau den Thinktanks, wir müssen alle daran arbeiten, die Dinge immer wachsam zu beobachten. Ich habe es vorhin zwar schon mal gesagt, aber bitte, bitte, bitte bleibt in der Aufmerksamkeit. Denn das sind jetzt schon ganz neue Qualitäten, die hier, gerade auch mit den Einsichten, die du hier uns über den Molekularbiologen Dr. Nils mitgeteilt hast, da wird ein etwas größerer, ich sage nur in Anführung, Plan, es kann ja alles Spekulation sein, aber diese Zusammenhänge, von denen werden wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch mehr verstehen. Als kurzen Einwurf möchte ich dazu sagen, bitte sorgt dafür, dass ihr genügend Vitamin D nehmt. Vitamin D ist das A und O. Interessant ist, als die wissenschaftlichen Analysen über die mRNA, sogenannte Impfung, rauskam gegen das sogenannte Coronavirus, kam zeitgleich wissenschaftlich raus, dass Vitamin D für die Menschen völlig uninteressant und unwichtig ist. Interessant, zeitgleich. Vitamin D ist unwichtig und die Impfung mRNA ist das einzig Wichtige und das einzig Wahre. Hier sehen wir, dass ein Zusammenhang ganz offen dargestellt wird. Und was wir eins daraus lernen können, mit Vitamin D und dem Vitamin D-Spiegel, den wir brauchen. Vitamin D ist nicht das wichtigste Vitamin, aber es ist ein wichtiges Vitamin. Und wenn eins von diesen auf seinem normalen Level fehlt, dann forciert das noch zusätzlich die Lethargie und auch die psychologische Komponente und auch die Kraft, denken zu können. Und das ist wichtig, sorgt dafür. Gut, dass du es nochmal sagst. Wir haben gerade mit einer Familie gesprochen, die wir ganz gut kennen, die erwachsene Kinder haben. Und zwei von diesen Kindern sind in dieser ganzen Erkältungswelle ständig unter Druck, sind ständig krank, so krank, wie sie es noch nie vorher waren. Und die haben Medizinchecks gemacht. Die haben übrigens nicht die Spritze genommen. Die haben Medizinchecks, also Blutanalysen beim Arzt machen lassen. Und die Werte waren weitgehend sehr in Ordnung, bis auf Vitamin D. Da war ein Totalverlust. Und die Ärzte sagen eben auch, das führt dazu, dass man völlig erschöpft kaum noch hochkommt und vor allem, dass das Immunsystem nicht mehr mitmacht. Hochdosiertes D3. Also ich habe gestern mit einer befreundeten Ärztin gesprochen, die hat von mehreren tausend Milligramm gesprochen am Tag. Das heißt also, die einen sagen 4.000, die anderen sagen sogar 8.000 und mehr. Das heißt, auch Dr. Hobart spricht immer über Hochdosierungen, die wir müssen einfach da auch selber in unsere Verantwortung kommen, uns auch unabhängige Ärzte anschauen, durchlesen, anhören. Wir stellen Hobart hier immer wieder ein, den Ethnomediziner, der wahrlich super, der ist auch bei uns im Kongress dabei. Da sprechen wir übrigens auch über diese Vitaminzufuhr, die wichtig ist. Also das sind einfach jetzt die Dinge, die wir selber lernen müssen. Nicht mehr unbedingt alles dem ehrerbietigen Weißkittel überlassen, sondern dass wir in die eigene Kraft kommen. Ja, und einen solchen Weitwinkel hatten wir auf einem Kongress auch noch nie. Und es geht wirklich jetzt darum, dass wir auf der einen Seite die Analyse aus wissenschaftlicher Sicht, das ist meine Aufgabe, so runterbrechen, dass es jeder versteht. Der Schwerpunkt aber heißt ja, dass wir durch den Durchbruch wollen, kraftvoll. Und das ist der entscheidende Punkt. Und dass wir dann den Schwerpunkt bringen wollen, das ist auch mein Ziel für das Nils-Gespräch, möglichst konkrete Anweisungen zu bekommen, was exakt ist zu tun, um dagegen aufzustehen.
Dankeschön. So, wir müssen jetzt weitermachen. Wir haben hier noch ein paar Punkte auf dem Programm, die einfach aktuell interessant sind. Also jetzt fragt jeder, was waren das für Demonstrationen und wo waren denn die Bauern, wo waren die Landwirte? Ja, die haben auch demonstriert, aber man liest nicht mehr so viel darüber, man bekommt auch nicht so viele Informationen. Da kann ich nur immer auf diesen Bauernkanal hinweisen, den wir auch hier bei uns immer wieder einstellen. Und wir verlinken den oft Bauer und dann dieses Und-Zeichen, also wie nennt man das denn? Dieses Verschlängelte, ne? Dieses Und-Zeichen, wie man es auch bei Und Co. nimmt. Also Bauer und Verbraucher geeint. So heißt der Kanal, der hat inzwischen auch schon über 22.000 Abonnenten und wir verlinken da immer wieder hin. Und ja, es gibt weiter Bauerndemonstrationen und die sollen wohl, wenn es nach Herrn Ruckwied, dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbands geht, ausgeweitet werden, beziehungsweise kündigt er völlig neue bundesweite Proteste an. Und er sagt wörtlich, wir werden weiterhin für eine angemessene Lösung beim Agrardiesel kämpfen, hat er gestern in der Rheinischen Post gesagt. Und deshalb wird es weiter bundesweit Aktionen geben. Andreas, wir sind ein bisschen vorsichtig bei der Einordnung von Herrn Ruckwied, weil er ja auch, ich sag's mal salopp, ein Apparatschik ist, nämlich in allen möglichen Verbänden, wo eben auch die ganz großen Tiere mit drin sitzen, sich bewegt. Wie würdest du denn diese Ankündigung werten? Also man muss wissen, dass Herr Ruckwied natürlich zum Beispiel mit Herrn Özdemir zusammen im KfW, also Kreditanstalt für Wiederaufbau, im Aufsichtsrat sitzt und so weiter. Und wir haben neulich Bilder gesehen, dass sie außerhalb der Demonstrationen, der Proteste in geschlossenen Räumlichkeiten auf Bauernschuhe, ich glaube Grüne Woche war das, wo man sich getroffen hat, hat dann da sein Champagner getrunken und hat sich da lachend in den Armen gelegen. Und das sind genau die gegenteiligen Dinge. Die Bauern müssen eines wissen, aber das wissen die auch. Ich kenne einige Bauern, ich denke, ich bin mit einem zur Schule gegangen und mir ist immer klar geworden, dass da diese alten Strukturen, die Verbindung mit der Heimat so wirklich großartig sind. Und die wissen, dass sie sich auf die Verbände und auf diese Organisation nicht verlassen können und auch nicht sollten. Denn wenn Herr Ruckwied nur von dem Agrardiesel spricht, dann heißt es schon, er versucht im Prinzip die Aussage der Bauern einzuschränken, nicht indem sie weiter kämpfen für ihre Existenz. Und das ist nicht eine Frage des Agrardiesels, sondern eine Frage des angekündigten Krieges weltweit durch die WHO, durch Herrn Tedros, den Chef der WHO, die Bauernbetriebe abzuschaffen und die Lebensmittel in Zukunft durch 3D-Drucker und so weiter einer internationalen Industrie zu überlassen. Abhängigkeit also quasi von Nahrungsmitteln, von denjenigen, die irgendwo international die Geschicke leiten wollen. So, und es gibt weitere Arbeitsausstände oder Streiks, die gerade schon wieder angekündigt werden. Und zwar ab morgen, ihr Lieben, wird bei der GDL gestreikt. Ab 18 Uhr am Dienstag soll ein 6-tägiger Arbeitskampf werden. Und zunächst soll der Güterverkehr in Deutschland bestreikt werden. Ab 2 Uhr Mittwoch früh, also Nacht, soll auch der Personenverkehr bundesweit lahmgelegt werden. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt klar ist, was das mal wieder bedeutet. Und die GDL hat dann gesagt, also ja, mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn AG erneut gezeigt, dass sie ihren bisherigen Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiterverfolgt. Es sei vom Einigungswillen nicht zu spüren, keine Spur. Und Verkehrsminister Wissing von der FDP, der hat natürlich, das muss er ja auch ganz offiziell, das alles scharf kritisiert. Er habe also null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung, hat er im Morgenmagazin heute gesagt.
Und dieser Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn nehme zunehmend destruktive Züge an. Andreas, nicht nur Deindustrialisierung, da kommen wir auch gleich noch zu, sondern die Strukturen, die das Land einstmals zusammengehalten haben, die werden mehr und mehr aufgeweicht. Ja, und das ist auch eigentlich ganz wichtig, dass das passiert momentan, denn immer mehr Menschen kämpfen. Es geht gar nicht um die Gehälter und noch ein bisschen höher. Es geht immer um die Gesamtfrage. Für Herrn Wissing ist das übrigens eine ideale Möglichkeit, von seiner gesamten Litanei des Komplettversagens abzulenken. Ich denke an die große Geschichte der Brücke dort in Lüdenscheid, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, und die man da weggesprengt hat, wo es also darum geht, die gesamten Logistikstrukturen in sich einzudampfen. Herr Wissing spielt da eine entscheidende Rolle mit und ist aus meiner Sicht eben halt auch ein Abnicker irgendwelcher Befehle, die von ganz oben kommen, und die sind nicht in Berlin, und das sieht man sehr deutlich. Und eigentlich sind das so diese typischen Mechanismen und Spiele, um das Volk abzulenken. Aber natürlich, es ist so. Was heißt auch ablenken? Also auch wieder unter Druck zu bringen, auch wieder in Angst zu versetzen. Denn für die Pendler stehen jetzt ganz schwierige Tage an mit absehbar tausenden Zugausfällen. Und die Deutsche Bahn rechnet mit erheblichen Beeinträchtigungen im gesamten deutschen Bahnbetrieb. Da heißt es zum Beispiel in einer Mitteilung heute von der Bahn, die Deutsche Bahn wird wie beim letzten Streik für den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten anbieten. Und Andreas, das heißt ja mit anderen Worten, dass da dann natürlich auch wieder viel Unmut, viel Stress für die Menschen und so weiter damit verbunden ist und einstmalige Sicherheit sich auflöst wie Milch im Kaffee. Ja, das gehört eben dazu. Man macht auf der ganzen Seite Angst und Panik in der großen Struktur, und zwar gegen Rechtsextremismus, während auf der anderen Seite die Infrastruktur und die Grundlagen, das Fundament eines gesunden Haushaltes, der Geld verdienen muss, das ist das Fundament des Lebens, während das nebenbei geschreddert wird. Und wir laufen durch die Weltgeschichte und sagen alle gegen rechts. Eine solche absurde Geschichte ist schon einmalig in der Geschichte. Also wir haben heute ja eine andere Situation, als wir es in anderen totalitären Strukturen hatten, weil wir heute natürlich auch alternative Medien haben. Und ein großer Vorteil ist, die alternativen Medien sitzen heute nicht wie früher unter den Gruppierungen der Geschwister Scholl beispielsweise im Keller und haben dann irgendwelche Formulare gedruckt oder Laufzettel und haben sie verteilt, sondern das läuft heute im Internet. Der Widerstand, der Kämpfer, nein, der Verteidiger ihrer Freiheit, die finden wir in den alternativen Medien. Und das ist natürlich ein Gegner, mit dem das System nicht rechnet, insgesamt gesehen. Die Tatsache, wie offen das alles abläuft, zeigt, dass sie dabei sind, jetzt ihre letzte Munition zu verschießen. Viel mehr kann da nicht mehr kommen. Du bist ja auch schon hier im Kriegsjargon. Ja, ich bin auch im Kriegsjargon. Ja klar, es ist die Ostflanke. Eieiei, und die sitzt hier auch noch neben mir, die Ostflanke. Hilfe. Also die gute Frau Faeser, ihres Zeichens Lieblingsinnenministerin von Andreas, und der Grünen-Chef Omid Nuripur, die bringen jetzt etwas Neues ins Feld, nämlich die wollen zunächst mal die AfD-Jugendorganisation verbieten. Das ist also die junge Alternative, so nennen die sich. Und das hat sie gegenüber, die Frau Faeser, dem SWR gesagt. Und da sie ein Verein und keine Partei ist, diese junge Alternative, könnte Frau Faeser als Innenministerin die Jugendorganisation der AfD mithilfe des Vereinsverbots verbieten. Es muss dann lediglich nachgewiesen werden, dass die JA, also die junge Alternative, mit ihrem Zweck oder ihrer Tätigkeit Strafgesetzen zuwiderläuft, sich gegen unsere verfassungsgemäße Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Faeser betonte, dass es bei einem Vereinsverbot wichtig sei, es am Ende zu tun und nicht nur darüber zu diskutieren. Nun weiß ich nicht, in welcher Form die Antifa nun gerade firmiert, ob das auch ein Verein ist, aber da haben wir natürlich die Situation, dass das von links radikal
radikalen Aktivisten aus Übersee finanziert wird, Soros und so weiter, lassen grüßen. Interessanterweise ist da die Frage nicht gestellt worden, ob die strafgesetzlich relevant sind. Wenn ich sehe, was dort für Straftaten gemacht wurden, wenn ich sehe, dass dort Politiker aus dem vermeintlichen rechten Spektrum zusammengeschlagen wurden, was übrigens als völlig normal angesehen wird, dass jemand krankenhausreif geschlagen wurde. Ich denke an einen AfD-Politiker vor wenigen Monaten. Während auf der anderen Seite Bauern, den Minister Habeck zur Rede stellen wollen, völlig harmlos, ohne Gewalt, und die dann im Prinzip als Extremisten bezeichnet werden. Oder jetzt diese Sache mit den jungen Alternativen. Es ist einfach zu durchsichtig. Das große Problem ist, dass viele Menschen, die da mitlaufen, einfach überhaupt nicht nachdenken. Nicht nachdenken können, sondern auch nicht nachdenken wollen, weil sie einfach so mit dem Überleben beschäftigt sind. Und die finden die Politik übrigens auch nicht gut. Die haben auch die Schnauze voll. Und wenn man mit denen redet, dann sagen die, das ist eine Schweinerei, was sie hier mit uns machen. Die stehen nicht dahinter. Sie lassen sich einfach nur in diese Ablenkungsmaschinerie reinziehen. Dankeschön für deinen Kommentar. Hier heißt es in dem Artikel von Apollo, sollte ein Vereinsverbot der jungen Alternative nicht erfolgreich sein, wäre dies auch eine Vorentscheidung in der Frage, ob die AfD als Partei vom Bundesverfassungsgericht verboten werden kann. Zum einen, weil die Hürden für ein Parteiverbot nochmals höher sind als für ein Vereinsverbot. Zum anderen, weil Jugendorganisationen in der Regel wesentlich provokanter und extremer als ihre Mutterpartei sind. Genau, und jetzt ist es aber so, dass ja die ganze Zeit auch diskutiert wird darüber, dass die Partei AfD verboten werden soll. Und da hat sich jetzt ein Politikwissenschaftler aus Potsdam, der Mann heißt Jan-Philipp Tomicek, der hat sich geäußert und Zweifel an einem AfD-Verbotsverfahren geäußert. Er sagt, wenn dieses Verfahren scheitern würde, dann wäre es aus Sicht der AfD amtlich, dass sie nicht verfassungsfeindlich ist. Und das würde sie natürlich feiern. Und das würde der Herr Tomacek dann als eine riesige Blamage einordnen. Andreas, wenn man sich das anguckt, also wie groß sind denn aus deiner Sicht die Möglichkeiten und die Chancen, die AfD einfach, eine Partei, die in manchen Bundesländern bis zu 30% der Wähler hat, einfach zu verbieten. Du kannst ja die Leute nicht verbieten. Nein, aber man kann mit Willkür arbeiten. Und das ist die Hauptproblematik. Wir haben ja mittlerweile eine Situation, wo offen gesagt wird, dass man Angst hat davor, dass eine Partei, die sich demokratisch stellt, interessanterweise hat sich ja niemand für die AfD wirklich interessiert, als sie bei 5 oder 7% vor sich hin dümpelte. Es geht also nicht um die Qualität, es geht ausschließlich um die Quantität. Es geht den herrschenden Politikern ausschließlich darum, von der Krippe weggetrieben zu werden. Da sind Überlebensängste. Sie sind gewohnt, auf Kosten der Bevölkerung, die man auspresst mit Steuern, im Prinzip mit wenig Ausbildung dort ihr Dasein zu fristen. Und jetzt werden sie bedroht durch eine Partei, die sagt, wir setzen uns jetzt für Deutschland ein, für die Menschen, die in Deutschland leben, und wollen einen Rechtsstaat beispielsweise herstellen, zum Beispiel auch, indem man widerrechtlich sich aufhaltende Personen wieder abschiebt, was völlig normal ist. Das ist die Forderung nach einem Rechtsstaat. Aber man hat Angst davor, dass die AfD, ganz offen gesagt, Özdemir hat es sogar ganz deutlich gesagt, dass die AfD Einfluss auf die Polizei, aber vor allem auch auf die Justiz hat, auf die Gerichte. Mit anderen Worten, die Politik hat also immer Einfluss auf die Gerichte. Und wenn wir keine Rechtsstaatlichkeit haben, die hiermit beschrieben wurde, die Nicht-Rechtsstaatlichkeit, dann ist natürlich alles möglich. Rein von der Sache her kann man die AfD kein bisschen rechtsextrem einordnen, denn ich habe mir die Parteiprogramme angeguckt, das sind die CDU-Parteiprogramme im Prinzip von 2002, haben wir oft gesagt. Ja, und die CDU verliert ja auch immer mehr Menschen. Viele wandern jetzt rüber zur Werteunion. Dr. Hans-Georg Maaßen, der ist übrigens auch bei uns im Kongress dabei, der befindet sich ja in der Parteigründung, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, der wahrscheinlich für das Innenleben Deutschlands oder über das Innenleben Deutschlands sehr viel mehr weiß als viele andere Menschen.
und deshalb auch nicht nur alleine aus seinen konservativen Ansichten heraus viele Dinge ganz gut einordnen kann. Man hört und sieht von ihm so viele wirklich kluge Kommentare und die gründen ja jetzt die Partei, die Werteunion, die sozusagen in Anführung den rechten Rand der CDU abschöpfen könnte. Der rechte Rand ist aber nichts anderes als konservative Menschen, die in auch schon zum großen Teil in den Naturgesetzlichkeiten leben wollen, wie der Mensch es eigentlich bisher tun konnte. Dann befindet sich jetzt auch Sarah Wagenknecht mit ihrer ganz links Außenpartei in einer Parteigründung. Andreas, das heißt, auf dem Parteienmarkt in Deutschland tut sich einiges. Und welche Auswirkungen wird es außer der Panik, die sie jetzt überall schüren, auf die Blockparteien haben? Naja, die alten Parteien wie SPD, CDU, FDP, Linke, die gehören aus meiner Sicht wohl der Vergangenheit bald an, denn sie sind dermaßen gescheitert mit ihrer Selbstbedienungsmentalität und die Menschen suchen Alternativen so oder so. Und wir sehen, wie das gerade funktioniert. Wenn die Alternative für Deutschland einem rechten Spektrum zugeordnet wird, übrigens, wenn einer rechtschaffend ist, dann ist er ja auch rechts. Also das ist ja immer die Situation. Dann können wir sie dahin lassen. Was Herr Maaßen macht, er vertritt die Werteunion. Die Werteunion ist noch bis vor kurzem eine CDU-Organisation gewesen. Mit anderen Worten, es handelt sich hier um die Partei der Mitte, wobei man dazu sagen muss, dass die CDU selbst ja im linken Spektrum anzusiedeln sind und man kann ja kaum noch ertragen, was da letztendlich läuft. Eigentlich entspricht die Werteunion von Herrn Maaßen der alten CDU, wie wir sie damals hatten, unter Kohl und so weiter. Das sind die Situationen. Und im linken Spektrum finden wir dann Frau Wagenknecht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die AfD mit einem gigantischen Erfolg dort im Prinzip in die nächsten Wahlen, vor allem in die Landtagswahlen reingeht. Dazu Herr Maaßen mit der Werteunion natürlich einen wesentlichen Teil, der die Mitte anspricht, auch noch erreichen wird. Und der linke Teil über Sarah Wagenknecht. Das heißt, wir haben eine komplett neue Alternativsituation. Die alten Systeme spielen eigentlich gar keine Rolle mehr. Man braucht sie gar nicht mehr. Aber du brauchst jetzt Demonstrationen, die dieses System zum Kippen bringen. Also es scheint, diese Angst und Panik, die man auf die Bürger eigentlich stürzen will, die scheint denen selbst in den Knochen zu stecken, sodass sie eben zu diesen wirklich willkürlichen und zum Teil totalitären Maßnahmen greifen wollen, wie Verbote, Demonstrationen und wir hassen die AfD. Also wenn Sprechchöre von tausenden Menschen so etwas skandieren und ich meine, ein bisschen orchestriert sah das schon so aus, denn in allen, nahezu allen großen Städten, wo demonstriert wurde, gab es diesen Slogan oder war es im morphogenetischen Feld? Welchen Slogan? Ja, wir hassen die AfD. Also Berlin hasst die AfD, München hasst die AfD. Ja, das Interessante ist ja, es sind ja wirklich reine Hass- und Hetze-Vokabeln und Sätze. Es gibt nicht in irgendeiner Form ganz konkrete Zahlen, Daten, Fakten, wo man sagen muss, okay, da ist die AfD programmatisch in irgendeiner Form rechts überführt worden. Idioten findet man übrigens in jeder Partei. Es wären ja in dieser Konferenz dort in Potsdam offenbar auch CDU-Politiker dabei. Da redet keiner davon, dass man die CDU jetzt abschaffen müsste. Also wir sehen anhand, dass es keine Argumente gibt, das sehen wir spätestens dann, wenn man nur noch sagt, AfD hassen, AfD demokratiefeindlich, AfD ist gefährlich. Das ist alles, was ihnen einfällt. Kein einziges Argument. Nicht einmal von Höcke kommen Zitate. Also, dass man sagen würde, Höcke hat das und das gesagt, der ja als das Feindbild der Feindbilder wiederum dasteht. Ich kann mich wirklich nur noch darüber wundern und ich habe mich da mal so drüber gefreut, als von der Weltwoche der Roger Köppel dann mal eine Sendung gemacht hat und der hat in den letzten 2 Jahren alleine die Aussagen von Herrn Höcke dargestellt. Und der hat nichts Dramatisches gefunden da drin, vielleicht unglücklich ausgedrückt, aber nichts Dramatisches. Während, wenn ich mir beispielsweise
den Rotfaschisten Ramelow angucke, und das ist ein roter Faschist aus meiner Sicht, dann kann ich schon sehr viele Dinge erkennen, die mich an schwierigste Zeiten erinnern. Gut, dass du deine Sicht dazu gefügt hast. Es ist deine Sicht, lieber Andreas. Wir haben hier eine nächste Meldung, und die allerdings, die geht dann auch richtig in die Knochen oder unter die Haut. Die ist bei der Bild veröffentlicht worden, und die Überschrift lautet, dass das Ausland sich das Maul über Deutschland zerreißt, zerreißt unsere Wirtschaft. Und es wird ein Zitat da oben schon in die Schlagzeile hineingearbeitet: Deutschland wie eine Comicfigur. Und da haben also international, hier steht jetzt renommierte Medienhäuser, halt Mainstream-Medienhäuser, die sind sich einig, dass die deutsche Wirtschaft wirklich am Abschmieren ist. Wir gehen mal kurz rein. Die New York Times hat in ihrer Samstagsausgabe unter Berufung auf Siegfried Rußwurm geschrieben, das ist der Industriepräsident: Das einstige Kraftwerk Deutschland befindet sich im Stillstand. Unter den 20-Euro-Ländern habe Deutschland im vergangenen Jahr das langsamste Wachstum gehabt. Die industrielle Produktion sei 5 Monate in Folge gefallen. Und die Zeitung stellt fest, es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass es Deutschland nicht gelungen ist, seine Industrie mit ausreichender Flexibilität und digitaler Expertise auszustatten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, ja, das muss man natürlich. Und eins der größten Probleme in Deutschland sei der Mangel natürlich an heimischen Energiequellen. Wörtlich heißt es da, das Land ist auf Importe angewiesen, um die Industrien aufrechtzuerhalten, die jahrzehntelang das Rückgrat seiner Wirtschaft gebildet haben. So die New York Times. Also alleine dieser Artikel in der New York Times sollte doch die deutschen Medien aufschrecken. Das sind ja Schlagzeilen über Schlagzeilen. Die könnten Sondersendungen machen, die könnten einen Brennpunkt machen, die könnten die Tagesschau alleine nur mit diesem New York-Artikel komplett vollfüllen, und das würde nicht reichen. Sondermonitorsendungen und was alles möglich wären. Und stattdessen gibt es die Diskussion, dass einer Demonstration Herr Scholz gegen seine eigene Politik teilnimmt. Er demonstriert gegen sich selbst und ruft Leute auf, auch gegen sich selbst zu demonstrieren. Und genau das ist dieses Versagen, was immer wieder deutlich wird. Das hängt einen schon fast ein bisschen zum Hals raus, das immer zu wiederholen. Aber es ist eben halt nicht viel mehr zu sagen. Die britische Times aus London konstatiert wörtlich: Die kränkelnde Wirtschaft steht im Mittelpunkt von mehr oder weniger allen politischen Auseinandersetzungen, die das Land, also Deutschland, derzeit bewegen. Bauernproteste, Streiks in Krankenhäusern, bei der Bahn und möglicherweise, bitte aufgemerkt, bald auch im Flugverkehr. Aus Sicht dieser britischen Zeitung ist ebenfalls sehr problematisch die hohe Zuwanderung nach Deutschland. Wörtlich heißt es in dem Bericht: 18% der deutschen Bevölkerung sind im Ausland geboren, ein Anteil, der höher ist als alles, was die USA in ihrer Geschichte erlebt haben. Für viele Wähler ist das zu viel sozialer Wandel in zu kurzer Zeit. Und außerdem die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz, die hat festgestellt: Seit den Sozialreformen von Kanzler Schröder konnte man sich in Deutschland auf 2 Dinge felsenfest verlassen. Auf ein solides Wachstum und eine bisweilen schon fast gespenstische politische Stabilität. Damit wurde das Land zum Wirtschaftsmotor. Das ist vorbei. Der Wachstumsmotor sei zum Bremsklotz mutiert, heißt es in dem Bericht. Früher herrschte Neid auf die teutonischen Streber mit ihren Exporterfolgen und gesunden Staatsfinanzen. Heute geht die Furcht um, das Land ziehe seine engsten Partner mit nach unten, und nach fast 2 Dekaden sei der scheinbar ewige Aufschwung Geschichte. So die NZZ. Aber Deutschland verhält sich wie eine Comicfigur, die trotz dem sich öffnenden Abgrund einfach weiterrennt
und nicht bemerkt, dass sie gleich abstürzen wird. Ja, also es sind deutliche Worte und man merkt hier natürlich auch die gemischten Gefühle aus England. Auf der einen Seite eine gewisse Gehässigkeit und Freude, dass es Deutschland schlecht geht, denn Deutschland hat unglaublich viele Neider, das haben die sehr deutlich da auch zur Kenntnis gegeben. Und diese Neider, das ist immer mit dieser wirklichen, mit dieser Misssituation auch in Einklang zu bringen, dass man sagt, hehehehe. Auf der anderen Seite fehlt jetzt aber das Geld, um die EU auch aufrechtzuerhalten. Und die EU ist letztendlich eine Filiale gewissermaßen bestimmter amerikanischer Großkonzerne, die von dort aus, getarnt als Philotropen oder als irgendwelche Stiftungen, dann eben halt die Geschicke dieser Welt in Europa ausleiten wollen. Das wird deutlich. Aber der größte Feind der Deutschen, das sind die Deutschen selbst. Und wir wollen mal ein paar Zahlen durchgehen. Also Andreas und ich sprechen seit 4 Jahren hier im Podcast darüber, wie sich das Industrieland Deutschland so nach und nach durch die Habeck'schen Energiegesetze und die Scholze und Ampel'sche Politik verdünnisieren. Und hier heißt es zum Beispiel in einer aktuellen Meldung auch der Bild: schlechte Nachrichten für alle Bayer-Beschäftigten. Der Agrar-, Chemie- und Pharmakonzern plant einen großen Personalabbau in Deutschland. Ist das eine große Überraschung? Ja, natürlich, eine ganz große. Hätte niemand mitgerechnet. Ist doch ganz logisch, wo Energie so billig ist. Haben wir gerade gehört. Bayer, Leverkusen, ich weiß nicht, wie groß ist das Gelände, das Geschäftsgelände? Von Bayer weiß ich nicht, BASF weiß ich. Das BASF hat 10 Quadratkilometer und die sind ja auch stark betroffen. Bayer weiß ich nicht, aber ich kenne natürlich das Gelände von Bayer und ich bin auch schon oft oben gewesen, auch in dem Stadion, wo Bayer dann eben halt ihre speziellen Salons dann angemietet hat. Hab da mal Vorträge gehalten vor Jahren, aber es ist schon ein imposantes Unternehmen und wenn man sich überlegt, dass die sich gerade auch so langsam verabschieden, wie die großen Konzerne wie Mercedes-Benz ja auch, die jetzt ihre ganzen Autohäuser verkaufen, das sind ja alles Dinger. Ja, genau, also die, da kommen wir auch gleich noch zu, denn diese Nachrichten in einem Atemzug gelesen, die lassen einem echt den Herzschlag ein bisschen stocken. Denn alle wollen ihre Verwaltungen verschlanken, ihre Produktionen eindampfen, die Beschleunigung von Entscheidungsprozessen voranbringen und das Ganze ist verbunden mit Personalabbau und Schließungen. Und bis oder ab Ende 2026 spricht man von betriebsbedingten Kündigungen. Und der Stellenabbau, der soll in den kommenden Monaten bereits losgehen, zügig umgesetzt werden, spätestens 2025 dann abgeschlossen sein. Mal zu den Zahlen. Bayer beschäftigt in Deutschland derzeit rund 22.200 Mitarbeiter. Man will sich noch nicht genau darüber äußern, wie viele betroffen sein werden. Und weltweit hat der Konzern über 100.000 Beschäftigten. Und auch im Ausland soll die Sinnhaftigkeit von Managementfunktionen durchleuchtet werden. Wolltest du was dazu sagen? Das ist interessant, wenn man sieht, dass von 100.000, 20.000 von Bayer überhaupt dort sind in Deutschland. Das heißt, Bayer sowieso nur noch zu einem Fünftel als deutscher Konzern in Deutschland ansässig ist. Und dieses Fünftel wird auch gerade abgewickelt. Wir haben damals gesagt, als es hieß, dass Bayer Monsanto, also den Glyphosat-Hersteller, übernimmt, da hast du noch gesagt, oder könnte es sein, dass ihnen da ein richtig faules Ei ins Nest gelegt wird? Und tatsächlich, also natürlich gab es wegen Monsanto und Glyphosat US-Rechtsstreitigkeiten, Milliardenklagen für Bayer und das musste hier auch alles bezahlt werden, um angebliche Krebsrisiken, was Glyphosat auslösen soll. Jedenfalls gibt es da einige Gutachten darüber. Wir wollen heute nicht über Glyphosat sprechen, aber es ist echt ein spezielles Thema und das ist natürlich etwas, was für Bayer ganz ungesund war, diese Übernahme. Dann, wir haben es neulich schon mal ganz kurz erwähnt, der große deutsche Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen, da geht es auch um 12.000 Stellen, die auf der Kippe stehen. Der Konzern kommentiert die Zahl nicht, aber gibt zu,
Die Autoindustrie kriselt seit längerem. Wir befinden uns knietief in der Transformation. Ja, und das bei ZF. ZF steht ja damals für Zahnradfabrik, vielleicht für diejenigen, die das historisch interessiert. Die sind ja bekannt dafür, Getriebe für die gesamte Welt herzustellen. Also wenn man sieht, dass sie zum Beispiel auch für die amerikanischen großen Fahrzeughersteller wie Dodge, Ram oder Chevrolet und so weiter Getriebe herstellen, auch für Toyota und so weiter, das sind fast alles ZF-Getriebe, die dahinter stehen. Und der deutsche Markt aber offenbar eine große Rolle spielt. Und wenn wir jetzt sehen, dass durch diese zusammenbrechende Automobilindustrie in Deutschland jetzt mittlerweile es so schwierig ist, dass sie nichts mehr verkaufen können oder Schwierigkeiten haben, ZF ist ein Vorzeigeunternehmen am Bodensee unten gewesen in der Region. Und es ist unfassbar, wie dieses, ich sag mal, familienstrukturähnliche Betriebsunternehmen, also ein mittelständischer Großbetrieb gewissermaßen, jetzt gerade selbst betroffen wird. Ja, also der mögliche Stellenabbau, so heißt es, der soll nicht nur die Produktion betreffen, sondern auch den Einkauf, die Buchhaltung, die Entwicklung, das Controlling. Und es sind, wie gesagt, 12.000 Arbeitsstellen, die auf der Kippe stehen. Du hast es gerade gesagt, ZF, ein alteingesessenes, sehr zuverlässiges Traditionsunternehmen im Bereich Autozulieferung mit mehr als 50.000 Mitarbeitern allein in Deutschland. Mhm. Und der Konzern gehört mehrheitlich der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen. Ende des Jahres will der Autozulieferer ein Werk in Gelsenkirchen schließen, das Lenkungen für Autos und Nutzfahrzeuge herstellt. Ende nächsten Jahres soll das Stoßdämpferwerk in Eitorf in NRW geschlossen werden, wovon auch wieder hunderte Mitarbeiter betroffen sein werden. Ja, und du hast es gerade schon genannt, 8.000 Mitarbeiter sind betroffen bei Mercedes, weil Mercedes alle Autohäuser in Deutschland schließen will. 80 Betriebe sind das insgesamt. Unabhängig heißt es, ob in ländlichen oder städtischen Regionen. Auch die Niederlassung am Konzernsitz in Stuttgart steht zur Disposition. Andreas, leise, leise stirbt die Automobilindustrie in Deutschland, die dieses Land einst sehr stark gemacht hat. Also wenn wir nur 10 Jahre zurückgehen würden, dann hätten wir das Jahr 2014. Viele können sich nicht mehr daran erinnern, weil tatsächlich der Hippocampus schon alle diese Daten überschrieben hat und wir mittlerweile nur noch mit Klima, Corona und Krieg auseinanderzusetzen uns haben. Ja, Mercedes-Benz, das Vorzeigeunternehmen aus Baden-Württemberg, Stuttgart. Porsche, Vorzeigeunternehmen in Baden-Württemberg. Audi, Ingolstadt, VW, Wolfsburg. Alle diese Unternehmen, Opel Rüsselsheim, ist schon etwas länger her, aber die waren auch mal ganz weit oben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass alle diese Betriebe ums Überleben kämpfen. Ich habe gerade mit einem Wissenschaftler gesprochen für Ingenieurtechnik, der wiederum auch im Vorstand bei Audi große Kontakte hat und die selbst beim Vorstand mittlerweile schon deutlich sagen nach dem Motto, der Laden wird jetzt gegen die Wand gefahren. Und das ist eigentlich ganz klar. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, für diejenigen, die sich ökonomisch dafür interessieren. Ich hatte ein Video gemacht zum Thema Abbau des Mittelstandes. Sag leider Abschied oder so, wie hieß das, glaube ich. Leise. Ne? Sag leise Abschied, Mittelstand, irgendwie sowas findet ihr auf der Wissensmanufaktur. Da werden mal diese konkreten Agenda-Strukturen mal durchgespielt, wie das alles entstanden ist schon in den 80er Jahren und jetzt eigentlich im Zenit ist. Ja, und wer jetzt hier schon zitternd vor Aufregung uns zuhört, ihr Lieben, wir sprechen immer darüber, es ist diese Zeit jetzt, die dunkelste Zeit, die diese Erde je gesehen hat und wir stürzen da jetzt in manche Themen hinein, die, wenn man sie nur einseitig betrachten würde, wirklich Sorge bereiten müssen, ganz klar. Auf der anderen Seite geht es jetzt um etwas noch völlig anderes, nämlich um unsere innere Stabilmachung, nicht nur um die gute Pflege unseres Hippocampus.